Und ja, den Siegpunkt hier werden wir uns auch holen müssen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, überschüssiges Bier verkaufe ich jetzt erstmal. Und ja, die abreißen, weil wir haben hier keine Steine mehr. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Bitte jetzt den Stein hier rausholen und da einlagern. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wobei. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Können wir von hier auch noch Holz hacken? Den Holz werden wir brauchen. Also ja, drei Sägewerke. Ja, okay, ich habe im Augenblick eh nur zwei Sägewerke. Zur Not ein drittes noch. Mehlproduktion sieht okay aus. Wir produzieren ja hier mit den Getreidescheunen ja noch mehr Mehl, Weizen. Aber wir produzieren ja auch Bier. Und ja, meine Geistlichen kommen bald im Nebelsumpf an. Und bitten die Geister dazu. Wolverine hat immer noch keinen Bock. Matthäus hat auch gerade keinen Bock mehr. Die müssen wahrscheinlich beide auch noch ihre Wirtschaft erst richtig aufbauen. So, das heißt, wir erobern den Posten jetzt. Erstmal. Sorgen jetzt für Gold. Und für Fleisch. Wir haben eine Quest erfüllt. Ja, sehr schön. Genau, jetzt ist der Punkt nämlich rot. Das heißt, nur wir können hier durch. Sonst niemand. Und das kann uns auch niemand mehr wegnehmen. So, du schmilzt Eisen. Gut. Das heißt, eigentlich können wir hier den Waffenschmied auch gleich hinbauen. Wir haben so viel Fleisch, dass wir zwei Metzgereien betreiben können. Dich gleich auf bessere Verpflegung umstellen können. So haben wir nämlich zwei Metzgereien, die einfache Verpflegung brauchen. Und dann zwei Gebäude, die bessere Verpflegung brauchen, also aus den Metzgereien. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig! Ich nehme lieber wieder die Werkzeuge. So. Den Sektor hier hätte ich gern befestigt, weil weiter in die Richtung brauche ich nicht expandieren.
Und ja, meine Kaserne werde ich dann wahrscheinlich hier errichten. Und meine Handelsroute. Weil die Handelsgesellschaft sollte ich mir auch holen. 5 Handelsposten zum machen. Wäre keine schlechte Idee. Ja, die Kaserne kann ich hier errichten. Das heißt, hier werde ich es ist ein bisschen doof, dass der Handelsposten hier ist. Und ich dann hier meine Handelssachen etablieren will. Aber ja, das muss, das muss. Also ich kann hier den Handelsposten errichten. Hier. Und hier dann Schafszucht aufbauen. Wie gesagt, um das hier brauche ich mir keine Sorgen machen. Das hier kann keiner durch. Ich habe die einzige Durchgangserlaubnis, dadurch, dass ich die Mönche geschickt habe. So, bessere Verpflegung für dich. Wie sieht's mit Kohle aus? Sieht gut aus. Das heißt, wir errichten hier unsere Kaserne. So, dann warten wir darauf, dass jemand kommt und das Ding errichtet. Dass jemand das Teil errichtet. Also ja, Holz sehe ich jetzt auch gerade kein Problem mehr. Im Augenblick haben wir ja auch keinen Köhler. Werde ich vielleicht hier einen anschließen. Ja, irgendwie ist es schön, dass sich beide gerade recht ruhig verhalten. Und man sieht, Wolverine ist Militärexperte. Er sollte rein auf Militär gehen. Sieht man auch. Er hat nämlich nur das Ding. Der Bischof ist halt Kirche. Und ja, wir können uns zum Glück aussuchen, was wir wollen. Was wir auf jeden Fall wollen, ist jetzt, da wir Waffen und so kriegen. Oder von einem anderen noch mehr als genug haben. Hätten wir doch Zugriff auf... Ah ja, hier gibt's... Nee, halt, hier bauen wir die Kohle schon ab. Doof. Ja, hier oben könnten wir halt einen Köhler errichten. Also 2 Goldminen und einen Köhler. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und halt hier noch für Holz sorgen. Ja. Und vielleicht halt auch hier. Also hier kommt auf jeden Fall noch eine Eisenspelze hin, weil wir hier erst das Eisen abbauen.
Vielleicht mache ich Eisenmine, zwei Eisenminen, ein Berggebäude oder ein Berggebäude mit einem Köhler und einer Eisenschmelze. Das wäre wahrscheinlich das Effektivste. Hier zwei Schafsfarmen und einen Brunnen hin. Ja. Oh. Und hier können wir jetzt die Befestigung bauen. Nein, das nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Oh, Sparfuchs haben wir wieder gekriegt. Sehr schön. Also ja, so. Ihr wollt mich also herausfordern? Na gut, Goldmin. Dann seid gewarnt. Und ein Köhler. Zoe riskiert eine dicke Lippe. So, und Holzproduktion. Ah ja, den Geologen als nächstes freischalten. Mal gucken, ob wir um die Kaserne ein paar Dinger rumbauen können. Und ja, sobald wir hier die Befestigung haben, gucken wir weiter. Das wäre erst einmal, glaube ich, das hier erobern und uns hier befestigen. So haben wir nämlich den Sektor gesichert. So. Kaserne ist fertig. Haben wir einen kleinen Drillplatz errichten können. Und ja, wenn ich da Bäume einreißen könnte, dann könnte ich da ein Stück Baumlandschaft wegmachen und den Drillplatz vergrößern. Das wäre auch so die Idee. Eigentlich gehofft, dass langsam die Bretter kommen würden. Ja, da kommen sie auch langsam schon. Naja, erst die Waldrodung. Da können wir ein bisschen uns helfen. Den wir hier einen Brunnen errichten, der uns einen Prestigepunkt gibt. So, uns hier zwei Prestigepunkte. Und wenn wir das Gebiet einnehmen, haben wir noch einen Prestigepunkt. Und ja, der Bischof, der hält bereits drei. Ja, Sonnenkönig, Metropole. Ja, Quelle der Weisheit können wir eben nicht mehr wegnehmen. Und ja, wir werden ein ziemlich starkes Militär diesmal ausbilden müssen. Also wir werden... Eigentlich, wenn wir diesen Sektor hier haben, hier oben eine Pferdezucht, eine kleine, aufbauen. Und ja, für Bekehrung 8 Geistliche. Und man sieht, wir haben schon ziemlich viele Waffen. Ah, mit den Waffen sollten wir auch mal was anstellen, fällt mir gerade so auf. Drei hiervon und... machen wir mal 6 hiervon. Dadurch verlieren wir zwar wieder den Sparfuchs fürs Erste.